Wie gierig sind Anwälte? Ist die gesetzliche Vergütung günstiger als ein Zeithonorar? Wie teuer und wie billig darf eine Erstberatung sein? Und was für einen Umsatz schafft ein seriös arbeitender Anwalt eigentlich? Antworten gibt es in diesem Video von einem Anwalt. Hallo, ich bin Berfried Rose von der Kanzlei Rose & Partner. Unsere Fachanwälte und Steuerberater betreuen bundesweit vermögende Privatpersonen und Unternehmer. Heute geht es hier mal nicht um unsere Themen Unternehmen, Vermögen und Steuern. Heute geht es um Ihr Geld und wie viel sich davon ein Anwalt für seine Beratung nimmt. Eine gute Gelegenheit, um mit den Mythen und Irrtümern rund um das Rechtsanwaltshonorar aufzuräumen. Anwälte können ihre Dienste nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrechnen. Das ist quasi der Kassentarif. Der ist immer dann günstig, wenn es um eine Sache von überschaubarem wirtschaftlichen Wert geht, da sich die Vergütung vor allem nach diesem Gegenstandswert richtet. Wenn es bei Ihnen aber um viel Geld geht, wird das Zeithonorar schnell interessant. Nehmen wir mal an, Sie streiten um 1 Million Euro, weil Sie zum Beispiel nach einer Erbschaft einen Pflichtteil einfordern oder weil Sie sich als Gesellschafter beim Ausstieg aus einer GmbH eine Abfindung in dieser Höhe erhoffen. Hier liegt die gesetzliche Vergütung schon für die außergerichtliche Vertretung einschließlich Einigung bei ca. 18.000 Euro. Das sind bei einem Stundensatz von 360 Euro für einen Fachanwalt für Erbrecht oder Gesellschaftsrecht mal locker 50 Stunden. Dieser Spezialist braucht aber vielleicht nur 10 oder 20 Stunden, weil er sich nicht erst in die Materie einlesen muss, alle Facetten derartiger Mandate kennt und vor allem wissen sollte, wie er auf direkten Wege zum bestmöglichen Ergebnis für seinen Mandanten kommt. Im Ergebnis führt das oft sogar zu dem merkwürdigen Ergebnis, dass der Feld-, Wald- und Wiesenanwalt um die Ecke für dasselbe Mandat eine höhere gesetzliche Vergütung bekommt, als die Spezialkanzlei, die nur ein Zeithonorar in Rechnung stellt. Da das natürlich nicht sein kann, wird das Zeithonorar in der Praxis meist nach unten begrenzt durch die gesetzliche Vergütung. Im gerichtlichen Verfahren ist dieses Mindesthonorar sogar gesetzlich vorgeschrieben. Wenn man jetzt weiß, dass Top-Kanzleien gerne 400 Euro die Stunde oder mehr aufrufen und deren Anwälte 60 Stunden die Woche arbeiten müssen, kommt man ja locker auf einen Honorarumsatz von 1 Million Euro. Tatsächlich ist es aber so, dass Anwälte deutlich weniger arbeiten sollten, nämlich eher 40 Stunden, damit sie ohne Stress und Überlastung möglichst fehlerfrei beraten können. Und außerdem darf natürlich nicht die gesamte Arbeitszeit den Mandanten in Rechnung gestellt werden. Bei uns in der Kanzlei kalkulieren wir so, dass circa die Hälfte der Arbeitszeit dem Mandanten gar nicht berechnet werden kann, weil es sich um administratives Drumherum, Fortbildung etc. handelt. Viele Kanzleien bieten im Internet Erstberatungen für 226 Euro an und behaupten dabei, dies sei der gesetzlich vorgeschriebene Höchstbetrag für solche Erstberatungen. Tatsächlich können Anwälte aber auch für eine Erstberatung ein beliebiges Honorar erhalten, solange sie es vorher mit dem Mandanten vereinbaren. Nur wenn es keine Vergütungsvereinbarung gibt und der Mandant Verbraucher ist, ist die Erstberatung gesetzlich bei 190 Euro zuzüglich Umsatzsteuer gedeckelt. Ein Anwalt, der behauptet, eine Erstberatung dürfe nur diesen Betrag kosten, zeigt damit also, dass er zumindest hinsichtlich der Vergütung das Gesetz nicht besonders gut kennt. Genauso falsch ist übrigens die Behauptung von Anwälten, sie müssten für die Erstberatung unbedingt ein Honorar verlangen. Der BGH hat nämlich bereits 2017 die kostenlose Erstberatung und auch das Werben damit abgesegnet. Und dementsprechend finden Sie im Internet auch jede Menge kostenlose Erstberatung. Aus Anwaltssicht kann das sinnvoll sein. Vor allem, wenn man keine Mandanten hat und den Tag irgendwie rumkriegen muss, sollte man kostenlose Erstberatung anbieten, damit man nicht aus der Übung kommt. Als Mandant müssen Sie aber wissen, dass die Erstberatung oft die wichtigste Beratung ist, weil hier die Weichen gestellt werden. Außerdem bleibt es in vielen Fällen bei der Erstberatung, weil alle Fragen geklärt wurden
oder sich die Angelegenheit sofort erledigen lässt. Ein Anwalt, der anfangs auf ein Honorar verzichtet, wird aber womöglich geneigt sein, Ihnen dennoch eine weitere unnötige Beratung aufzudrängen, damit er doch noch zu seinem Honorar kommt. Die gesetzliche Vergütung ist ja für jeden Anwalt gleich hoch, unabhängig von der Qualifikation, Erfahrung etc. Und wenn alle gleich viel kosten, nimmt man natürlich einfach den Besten oder die Beste. Beim Stundensatz ist das anders. Der ist quasi das Preisschild des Rechtsanwalts. Dabei dürfen Sie aber nicht verkennen, dass beim Zeithonorar die Komponente Zeit regelmäßig noch wichtiger ist als der Stundensatz. Wenn also der 400-Euro-Anwalt doppelt so schnell ist wie der 200-Euro-Anwalt, stellen Ihnen beide die gleiche Rechnung. Und genau das dürfen und sollten Sie ja von einem erfahrenen Spezialisten erwarten. Wenn jetzt also die Rechnung des 200-Euro-Anwalts so hoch ausfällt wie die des 400-Euro-Anwalts, sind dann beide gleich teuer? Wohl kaum. Was wir in allen Überlegungen bisher noch gar nicht berücksichtigt haben, ist der wirtschaftliche Wert des Ergebnisses für den Mandanten. Wenn nämlich der Top-Anwalt bei Ihrem Streit 100.000 Euro mehr für Sie herausholt oder Ihnen bei einer Gestaltung 50.000 Euro Steuern mehr erspart, ist er selbst dann unschlagbar günstig, wenn seine Honorarrechnung vielleicht 2.000 Euro höher ist als die eines anderen Kollegen. Auch hier gilt daher, hinterher ist man immer schlauer. Machen Sie es gut und behalten Sie recht.